Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Ich stehe hier gerade im Hauswirtschaftsgästebad und Felix hat hier heute schon richtig, richtig viel geschafft. Und das wollten wir euch jetzt erstmal einmal zeigen. Viel Spaß! Also, unser Gästebad-Hauswirtschaftsraum ist hier vorne. Und da habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, da hat Felix hier diese Dachlatten schon angebracht und jetzt hat er heute hier noch komplett Schalung angebracht. Sieht direkt ganz anders aus. Ich bin ja total gehypt, weil er heute schon Rehgips dran machen möchte. Genau, so sieht es also hier jetzt aus. Wir haben jetzt hier Schalung dran. Hier hat er jetzt geradeaus das letzte Mal noch auch Dachlatten ran gemacht. Ich glaube, die seht ihr hier. Die hat er mit, wie heißen die Nägel? Nageldübel. Mit Nageldübeln hier in die Brandschutzmauer gemacht. Und da hat er jetzt auch heute gedämmt und dann mit Schalung. Und genau, jetzt ist es soweit auch fertig. Und da unten sind noch die Wasserleitungen für das Waschbecken. Und wir überlegen ja hier immer noch, ob wir hier noch eine Dusche reinmachen. Und deswegen kann er jetzt hier nicht weitermachen. Nur oberhalb. Hier unten müssen wir halt noch freilassen, falls wir da jetzt wirklich noch eine Dusche haben wollen. Dann müssen wir das nur abzwacken. Genau, aber sonst sieht es im Moment so aus hier. Und ich bin total begeistert, was er jetzt schon in kurzer Zeit geschafft hat. Sieht richtig gut aus. Und genau, so sieht es also aus. Und dann geht es hier jetzt weiter. Hallo, meine Lieben, wir sind mal wieder auf der Baustelle. Wie ihr seht, Felix ist fleißig, auch am Ostersonntag. Felix möchte jetzt das erste Mal in unserem Leben mauern. Und zwar haben wir hier unser großes Problemkind, diese Wand, wo wir einen Sturz mauern müssen. Schatz, zeig mal wo. Ja, im Prinzip kommt da hier links ein Fenster rein und hier rechts eine Terrassentür. Und dadurch, dass bis hier oben wurde zwar noch auf 24 gemauert, also 24 cm breit. Und ab hier haben sie dann nur noch L5, also eine Steinstärke gemauert. Und dementsprechend müssen wir jetzt den Rest ausgleichen. Also im Prinzip das ganze Fenster hier, wo jetzt hier das alte Fenster noch drin ist, einmal komplett zumauern, damit man nachher, wenn man dann hier links und rechts einen Durchbruch hat, dass das alles stabil bleibt. Und das macht Felix jetzt. Er mauert jetzt hier alles zu und dann wolltest du noch das alte Fenster Das rausholen, muss als ne? erstes wohl raus. Ja, das alte Fenster noch raus. Dann haben wir hier ein großes Loch, ein bisschen Lüftung drin. Und dann möchte er hier mauern. Hier hat er auch schon alles zusammengelegt, was er braucht. Und dann bin ich echt gespannt. Das erste Mal, dass du es selber machst, ne? Naja, also gestern unten noch, ne? Ja, vorgestern. Geübt. Aber heute jetzt das erste Mal. Richtig. Mal gucken. Ein neuer Tag und wir wollten euch einmal kurz zeigen, was wir so geschafft haben. Das im Hintergrund fliegt es nämlich ganz, ganz fleißig schon. Und ihr seht es auch schon im Hintergrund. Felix hat das Wohnzimmer gespachtelt. Und aufgeräumt. Und aufgeräumt. Und das wollten wir euch jetzt mal zeigen. So, hier seht ihr Felix. Der schraubt hier gerade noch die letzten zwei Rehgipsplatten oben dran. Die hat er ja noch nicht gemacht. Und das macht er jetzt noch schnell. Und dann wird er hier an die Decke gehen, die Decke spachteln, denn der Rest, wie ihr seht, ist einfach mal schon fertig. Das hat er heute schon
gemacht, der fleißige Mann. So sieht das aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Fenster überhaupt schon kennt. Ich glaube, das kennt ihr auch noch gar nicht. Also wir haben jetzt hier auch ein Fenster drin. Das ist genauso wie im Schlafzimmer, einmal 1 Meter groß. Und hier rechts kommt dann noch die Terrassentür rein. Da müssen wir da unten aber noch das Stück freistemmen. Und genau, so sieht es also hier jetzt aus. Komplett gespachtelt. Und ich finde, es sieht einfach so wohnlich aus. Richtig, richtig schön. Genau, und jetzt ist wie gesagt gleich noch die Decke dran. Das wird Felix gleich noch machen. Und dann kann ich euch gleich nochmal die Farbe zeigen. Weil wir die eine Wand hier noch farbig machen wollen. Die haben wir heute auch noch gekauft. So, diese Farbe hier haben wir heute Morgen gekauft. Die ist von Alpina. Wir sind da total begeistert. Die haben wir oben im Schlafzimmer ja auch schon. Also von Alpina. Wir haben uns hier für blaue Stunde entschieden. Das ist ein richtig schönes dunkles Blau. Und das kommt hier an die Wand. Das glaube ich, wissen ja auch schon einige, dass ich das schon einfach... Von Anfang an habe ich gesagt, diese Wand wird dunkelblau mit dem Fernseher an der Wand und einem weißen Lowboard. Und da haben wir uns, wie gesagt, hier einmal für dieses Blau entschieden. Kann ich mir auch richtig, richtig gut vorstellen, wenn das dann nachher da an der Wand ist. Ja, Felix macht jetzt eben hier noch, wie gesagt, die 2 Löcher dazu. Und er hat hier auch so ein bisschen aufgeräumt. Und ich finde, es sieht einfach jetzt so groß aus und es ist so unglaublich hell, obwohl wir halt echt nur ein Fenster offen haben. Also ihr müsst euch hier nochmal die riesen Terrassentür vorstellen, die auch nochmal richtig viel Licht liefern wird. Und ich kann euch auch nochmal schnell die Terrassentür zeigen. Die haben wir nämlich auch schon gekauft. Die steht hier schon bereit, wartet auf ihren Einsatz und kommt dann, wie gesagt, da ins Loch hinein. Bin so begeistert. Hier hinten kommt ja unsere Couch schon in die Ecke. Sieht dann aber schon richtig gemütlich aus. So schön, ey. Oder? Mhm. Freust du dich? Doch. Ja? Hört sich ja nicht so begeistert an. Doch. Und hier ist unsere Dachterrasse übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Wir haben ja hier geplant, eine Dachterrasse zu bauen. Deswegen auch die Terrassentür. Und dann bauen wir hier so einen kleinen Steg. Und dann kommt man von der Terrassentür durch über einen kleinen Steg hier direkt hin. Ja, richtig schön. Und falls ihr fragt, warum wir... Lia, was machst du da? warum wir hier nicht die Terrassentür gemacht haben? Ganz einfach wegen dem Sofa natürlich. Weil wir wollten das Sofa hier hinstellen und dann wäre hier eine Terrassentür natürlich ein bisschen doof gewesen. Und deswegen kommt die hier hin. So. Ja? Gut.